Okay, Freunde, es ist offiziell. Jontay Porter wird lebenslänglich gesperrt von der NBA. Das bedeutet, er darf nie wieder in der Liga spielen, weil er in einen sehr, sehr großen Sportwettskandal verwickelt ist. Unter anderem soll er vertrauenswürdige Informationen an andere Wetter weitergegeben haben. Er soll seine eigene Performance limitiert haben in bestimmten Spielen oder sich vorzeitig hat auswechseln lassen, damit bestimmte Wetten aufgehen. Insgesamt soll er selber auf über 13 Games gewettet haben. Und wie sowas aussehen kann, wenn jemand seine Performance manipuliert, das sehen wir hier ganz schön. Und zwar habt ihr hier Jontay Porter, der hier einen Rebound eigentlich sich holen würde. Warte mal, falsche Kameraperspektive. Der sich hier eigentlich jetzt einen Rebound holen würde. Und guck, was er macht. Er will den Ball nicht wirklich nehmen, sondern er tippt ihn so komisch an Dennis Schröder, weil er den eigenen an RJ Barrett, weil er den eigenen Rebound nicht haben will, weil bei den Sportwetten gibt's oft diese Over- und Under-Wette. Also du wettest quasi darauf, macht dein Spieler heute mehr als 5 Punkte oder unter 5 Punkte. Wenn wir uns zum Beispiel seine Basketball Reference Page ansehen, dann sehen wir in dieser Saison 4,4 Punkte, 3,2 Rebounds, 2,3 Assists. Die Wette wäre jetzt also Over-Under heute 4 Punkte. Das heißt, wenn er mehr als 5 Punkte macht und du hast es Over gewettet, dann bekommst du den Gewinn. Hast du das Under gewettet und er performt unter 4 Punkte, dann hast du das Under gewonnen und damit deine Wette gewonnen, okay? Und er hat diese Performances aber wohl manipuliert. Dadurch, dass er absichtlich schlechte Leistungen gebracht haben soll und vor allem dadurch, dass er sich selbst in bestimmten Spielen ausgewechselt haben soll. Und das haben wir hier auch nochmal von der deutschen Quelle. Da heißt es nämlich, er soll bei einem Spiel nach nur 3 Minuten auf dem Feld gesagt haben, er könnte aus körperlichen Gründen nicht mehr weiterspielen. Eine Person, mit der Porter laut der Untersuchung in Kontakt gestanden sein soll, wettete damals $80.000 darauf, dass Porter in der Partie unterdurchschnittlich abschneiden würde. Kein Mensch wettet in einem völlig banalen Regular Season Game der Toronto Raptors auf einen Spieler, der normalerweise 4 Punkte im Schnitt macht, $80.000, egal ob over oder under, außer es gibt da, und das wurde eben vermutet und deswegen gab es die Untersuchung, es gibt da möglicherweise Absprachen. Und das ist genau der Grund, warum Porter jetzt gesperrt wurde. Er selber soll auch auf Games gewettet haben. Das sehen wir hier einmal. Investigation shows 13 Wetten, die Porter gemacht haben. Total Payout war $76.000 und das Net Winning war ungefähr $22.000. Also er selber hat auch noch auf Games gewettet und, das ist auch entscheidend, drei dieser Wetten waren Multigame Parlays, also Kombi-Wetten. Und bei diesen Kombi-Wetten sollen auch die Raptors mit involviert gewesen sein, wo er gewettet hat, dass die Raptors verlieren würden. Sein eigenes Team. Er hat darauf gewettet, die Raptors verlieren. Ich weiß, in Toronto gilt immer der Grundsatz, bet on yourself. Aber bet on yourself ist nicht so wörtlich zu nehmen wie Jontay Porter das hier gemacht hat. Und es ist wirklich eigentlich eine völlig dumme Aktion, wenn man darüber nachdenkt, weil mit seinem NBA Salary, selbst wenn er ganz, ganz wenig verdient für NBA-Verhältnisse, verdient er immer noch ein paar Hunderttausende, wenn nicht so in Richtung Millionen. Sein Bruder Michael Porter Jr. verdient im Jahr 40, 50 Millionen Dollar, weil der einen Max unterschrieben hat. Und der wurde zu der ganzen Situation mal gefragt und wir hören kurz rein, was er sagt. I've known my brother my whole life. I know what type of dude he is. I know he's excited to play basketball and I highly doubt he would do anything to put that in jeopardy. Okay, also er bezweifelt das Ganze. Ich meine, er ist auch sein Bruder und ich kann auch verstehen, dass er seinen Bruder in Schutz nimmt. Aber so wie es im Moment aussieht, beziehungsweise die Ermittlungen sind ja abgeschlossen und es wurde, wie gesagt, ein Account gefunden, über den Jontay Porter selbst Wetten platziert haben soll auf NBA Games, teilweise mit Raptors Beteiligung. Und dann gibt es eben diese bestimmten Games, vor allem 2 Stück waren das, glaube ich, zwischen Januar und März, wo extrem hohe Summen auf das Under gewettet wurde, also dass er unter seinen normalen Möglichkeiten performt. Und in beiden Spielen hat er sich frühzeitig auswechseln lassen aufgrund von Verletzungen. Und das waren Verletzungen ohne Fremdeinwirken. Das kann natürlich keiner überprüfen, aber es ist halt sehr, sehr auffällig, wenn so riesige Summen, unter anderem $80.000, darauf gewettet werden, dass Jontay Porter nochmal in einem völlig belanglosen Saisonspiel der Toronto Raptors, und dann ist er auch noch selbst ein sehr unbekannter Spieler, den nicht viele auf dem Schirm haben. Warum sollten da Leute solche Riesensummen wetten, wenn sie nicht wüssten, sie bekommen auf jeden Fall ihr Payout? Aber das Ganze bringt uns zu einem Thema, was in letzter Zeit sehr, sehr viel in der NBA natürlich immer wieder aufkommt, nämlich, dass die NBA
offizielle Sports Betting Partners hat. Ich kenne mich in anderen Sportarten nicht so gut aus, deswegen spreche ich jetzt hauptsächlich für Basketball. Ich finde es absolut problematisch, offizielle Wettanbieter als Sponsoren zu haben. Finde ich persönlich einfach nicht gut, weil es diese ganze Wettkultur so krass in den Vordergrund drängt und in Connection, also in Kombination mit dem Sport setzt. Ich habe grundsätzlich eigentlich kein Problem, dass Sportwetten oder jede Art von Wetten in irgendeiner Weise erlaubt sind und reguliert sind. Damit habe ich kein Problem. Womit ich ein Problem habe, ist, wenn ihr NBA-Spiele euch live anguckt und vor allem die amerikanischen Feeds euch anguckt, dann habt ihr wirklich alle paar Sekunden irgendwelche Wetteinbieter entweder eingeblendet oder die sponsern irgendein Segment oder man kommt aus der Halbzeit zurück und die Halbzeitstats werden präsentiert von einem bestimmten Wettanbieter oder es gibt vor oder nach dem Spiel noch extra Diskussionen darüber, wie man am besten wetten sollte. Und ich finde es einfach too much, wirklich. Ich finde es too much und wir sehen leider die Effekte davon auch in der NBA. Also zum Beispiel solche Videos hier gibt es mittlerweile immer öfter, wo Leute irgendwie zeigen so, ey, guck mal, dem Typen fehlen jetzt irgendwie noch 2 Dreier, bis damit er irgendeine Wette richtig hat. So, er zeigt es Buddy Yield reagiert sogar darauf. Und anscheinend trifft er dann den Dreier und die Wette für den Typen geht auf. So, I don't know, wie legit das ist, ne? Keine Ahnung, es kann auch irgendein Promo-Bullshit sein. Aber zum Beispiel hier, Tyrese Halliburton hat neulich auch darüber geredet, dass er das Gefühl hat, für die meisten Leute geht es einfach nur um dieses Wetten und er ist einfach nur so eine Spielfigur in dem ganzen Wettgeschehen. To half the world, I'm just, helping them make money on DraftKings or whatever. You know what I mean? Like, I'm a prop, you know what I mean? Und er redet dann auch darüber, dass er DMs dazu bekommt. Und manchmal ist das witzig, manchmal ist das nicht so witzig. Dann hatten wir hier neulich die Situation mit dem Coach von den Cavs. Spiele ich jetzt nicht alles komplett ab. Der sich aber auch dazu geäußert hat, dass er Drohungen bekommen hat. Diese Drohungen gingen auch teilweise gegen seine eigene Familie. Und dann haben wir noch die Szene hier, wo auch ein Typ einfach Jimmy Butler anlabert, während er am Spielen ist. Er sitzt halt Courtzeit. So, und er sagt irgendwie, ich brauche 20 von dir, score for me. So, und fängt er dann den Spieler einfach an zu labern, so von wegen so, ey, du musst 20 Punkte scoren, damit ich meine Wette gewinne. Und ich finde das so unglaublich irritierend und einfach nur falsch im Grundsatz. Wie gesagt, ich hab wirklich kein Problem damit, dass es Sportwetten gibt. Ich habe auch kein Problem damit, dass die erlaubt sind. Aber wo ich echt ein Problem damit habe, ist, dass die Spieler teilweise angelabert werden auf dem Feld, dass die Coaches terrorisiert werden scheinbar. Und das ist einfach so krass in your faces, wie gesagt, wenn du die Spiele live guckst mit dem Feed, den du eben bekommst aus den USA, dann wird es so auffällig. Aber ich sage auch ganz deutlich, unabhängig davon, von ihm einfach eine richtig dumme Business-Entscheidung gewesen, also wirklich hier irgendwie confidential Informationen weiterzugeben, seine eigene Performance auf dem Feld zu limitieren, das ist ja wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Deswegen betone ich auch, ich sage nicht, dass die Sportwettenanbieter dafür verantwortlich sind, was Jonte Porter hier gemacht hat. Das war einfach eine dumme Entscheidung von ihm und illegales Verhalten, wenn das alles stimmt, was ihm vorgeworfen wurde. Und wenn du selber als NBA-Player auf NBA-Games wettest, dann forderst du ja fast so ein bisschen dein Schicksal auch heraus. Also ich will das Video auch nicht zu lange machen. Ich glaube, ich habe alle wichtigen Punkte gehittet. Es ist natürlich eine blöde Entscheidung gewesen von ihm, eine kriminelle Entscheidung von ihm, wenn das alles so stimmt. Und dementsprechend verstehe ich auch, warum die NBA ihn hat sperren lassen, weil natürlich müssen die darauf achten, dass Spieler nicht auf dem Feld das Game so manipulieren, dass Wetten erfolgreich aufgehen, sondern die Spieler sollten eigentlich dafür spielen, dass sie das Game gewinnen. Für jeden Basketballspieler ist die NBA ein Traum, vor allem wenn dann dein eigener Bruder auch in der Liga spielt und du arbeitest ja dein ganzes Leben darauf hin, dass du in die Liga kommst und dann aufgrund von sowas dir deine gesamte Zukunft dort zu versauen und lebenslang gesperrt zu werden von der Liga, von der du immer geträumt hast. Das ist wirklich traurig, Mann. Aber ja, damit mache ich das Video jetzt zu. Bin wie gesagt auch sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Und falls ihr jetzt noch ein Video braucht, dann checkt gerne dieses hier, das beste Team USA aller Zeiten. Der neue Olympiakader von Team USA wurde vorgestern bekannt gegeben. Ist es besser als das 92er Dream Team? Ist es besser als das 2008er Redeem Team? Guckt euch das gerne an und dann sehen wir uns bald wieder im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, Freunde. Peace.